Zu Gast ist heute Wolfgang Weinrich, Pfarrer im Ruhestand, Oberkirchenrat, zuständig gewesen für große Projekte beim Hessentag für Kommunikationsprojekte. Und gerne wollte er auch im Ruhestand, den er etwas vorzog, noch weiter tätig sein. Und dann traf sie ihn. Und zwar traf ihn etwas, was Männer gerne verdrängen. Er hatte Prostatakrebs. Ja, das war zunächst mal ein Schlag. Du gehst ja ganz normal, wenn du im Ruhestand bist, erstmal zu allen möglichen Ärzten. Das hat dir ein bisschen mehr Zeit und lässt dich so überprüfen. Und dann kam es beinahe, dass mir dann der Urologe sagte, wieso waren Sie eigentlich nicht schon früher da? Das hätten wir alle schon vorher haben feststellen können. Und dann sagte ich ihm eben, ja, wie das so ist, man nimmt es nie ganz ernst und fühlt sich ja immer gut und stark. Und ich habe auch nichts empfunden, also ich hatte keine Probleme. Und von daher hat es mich getroffen, heftig und je länger, umso mehr. Und es war ja ein gesamter Prozess. Ich habe ein neues Wort gelernt in deinem Buch. Du hast das aufgeschrieben, deine Erlebnisse. Männer halten sich für unkrankbar. Also ich glaube, dass es ein Alter gibt, wo es auf jeden Fall so ist, wo du stark und groß und ja eben unkrankbar bist. Ja, wem gehört die Welt? Die Welt gehört dir und alle Welt hat das und das. Du hast es nicht so. Und das geht eine ganze Weile so, bis so die ersten Wehwehchen, wo auch immer, kommen. Und dann stellst du fest, ach, ich bin doch verwundbar. Entschuldigung, ich bin doch verwundbar. Es passiert mir doch dieses oder jenes. Aber das ist nicht so schlimm. Das geht auch wieder weg. Oder ich versuche, dass es weggeht. Oder ich kriege ja Mittel und Wege, um das wegzukriegen. Ja, und dann musst du dich plötzlich auseinandersetzen mit dem, was du als Pfarrer ja oft getan hast, nämlich mit dem Tod. Und du schreibst in deinem Buch, eigentlich hast du dich mit der Theodizee-Frage, also warum lässt Gott das zu, gar nicht auseinandergesetzt. Und jetzt trifft sich selbst. Ja, ich habe ja immer so die Meinung gehabt, Gott ist jetzt nicht der, der jetzt direkt in mein Leben reingeht oder in das Leben anderer reingeht, sondern das ist wie so ein Fatum, wie so ein Schicksal, das eben passiert. Ich habe also nicht gefragt, warum gerade ich, sondern die Frage war mir vertraut, dass man das fragt, warum gerade ich. Aber es kann jedem Menschen passieren, in jeder Lebenssituation, das habe ich ja dann auch erfahren. Und deshalb war die Frage für mich selbst als Pfarrer gar nicht die entscheidende, sondern die Entscheidung war eher, wie komme ich denn weiter in meinem Leben? Oder ist es schon zu Ende und was ist dann oder was war dann? Ich habe eher zurückgeblickt und habe mich ja auch sehr zurückgezogen auf in einen Sessel rein, immer wieder, nachdem da klar war, was da auf mich zukommen könnte. Ja, dein Sessel war sozusagen dein Refugium, in dem du dich mit dir auseinandersetzen musstest. Du bist sozusagen aus dem vollen Leben herausgenommen worden durch die Krankheit. Das ist natürlich gerade für so einen überagilen Wolfgang Weinrich schwer. Ja, das war so, dass ich ja in den, du hast es ja auch gesagt, in den Ruhestand ging ein bisschen vorher, weil ich dachte, ich mache nochmal ein bisschen was anderes in meinem Leben, beschäftige mich noch mehr mit Kunst und Literatur und mit Vorträgen und mit Kabarett und Kleinkunst und sowas. Und dann kommt so der Moment, der dann plötzlich sehr lange dauerte. Dein Leben kann zu Ende gehen. Oder Frage, ist dein Leben damit schon hinter dir? Liegt es hinter dir mit all dem, was da war? Und ist morgen eigentlich Ende oder wie? Also ich sag mal so, das Drama nahm dann so ganz langsam seinen Lauf und je länger alles dauerte, umso mehr wurde mir klar, ich muss mich damit mehr auseinandersetzen, als ich das je gedacht habe. Du hast das geschafft, diese Auseinandersetzung, aber es gab sicher Phasen, wo du gedacht hast, es ist wirklich zu Ende. Es gibt dann viele Abschiedsmomente oder andersrum. Ich habe sehr früh darüber mit dem einen oder anderen Freund oder Freundin gesprochen und habe in dieser Zeit auch den Tod einer sehr nahen Freundin erlebt, die natürlich nicht an Prostatakrebs, sondern an Darmkrebs starb. Das hat mich dazu geführt, möglichst viel zu erzählen, um zu erfahren, wie geht es eigentlich dann zu? Wie geht so ein mögliches Abschiednehmen eigentlich vonstatten? Worüber muss ich nachdenken? Worüber muss ich neu nachdenken? Wie habe ich mein Leben eigentlich gelebt? Und
Da brauchte ich viel, viel Ruhe, die hatte ich ja, ich war ja zu Hause. Und vor allen Dingen brauchte ich auch viele Gespräche mit Ärzten, wo ich sehr froh bin, dass ich offenbar die richtigen Fragen denen gestellt habe, die ja nicht immer auf der Hand liegen. Manchmal geht mir ja von einem Arzt oder einer Ärztin weg und denkt, das hätte ich jetzt noch fragen können oder fragen sollen. Oder und ich habe sie offenbar dann gestellt und meine Frau hat mir sehr geholfen in diesen Rückzugsmomenten, um mich auch neu zu orientieren, was wird denn sein, wenn wirklich alles vorbei ist. Du erzählst, dass diese Freundin, die dann verstarb, ja alles schon vorgedacht hat, bis hin zu ihrer Beerdigungsansprache. Sie hat da Briefe geschrieben. Wie war das bei dir? Das verrätst du im Buch nicht. Ich bin soweit nicht gekommen. Ich habe mit ihr lange darüber gesprochen. Ich habe sie die letzten Wochen noch gesehen und wir haben darüber geredet, wie das so ist. Und sie hat mich sogar stark gemacht in ihrer Traurigkeit des Abschieds, wobei sie gar nicht so traurig war. Sie war eine sehr lustvolle Frau eigentlich noch bis zum Ende, die gesagt hat, ich habe mein Leben gelebt, ich habe es versucht. Und sie hat mir damit eine ganze Menge auch für mich gegeben. Wenn du so zurückguckst, was war denn in diesen vergangenen 60 Jahren? Wo bist du überall angekommen? Wo warst du unterwegs? Was hat dich betroffen gemacht? Was hast du anderen geben können? Was heißt das für deine Kinder, für deine Familie? Also sie hat mir im Grunde vieles so aufgezeigt, was für mich dann wichtig geworden ist. Auch nochmal, und ich habe in einer anderen Lebenssituation auch gelernt, immer wieder auf andere zu hören und auch zu bemerken, ich weiß vieles überhaupt nicht oder vieles schon gar nicht besser. Und dieses Aufeinanderhören, auf andere hören, hat mir doch den einen oder anderen Lichtpunkt oder eine Kerze aufgestellt, wo ich gedacht habe, hast du so nicht gedacht. Hilfst dir jetzt gerade weiter, trotz all dem, was du erleidest. Und du erleidest es ja nicht alleine. Es gibt ja so viel noch ganz anderes Leid um dich herum. Aber du bist ja dann in deiner eigenen Situation so mit dir beschäftigt, dass du das andere auch vollkommen wegdrückst, weil du bist es ja, der Abschied nimmt. Du kommst zu dem Ergebnis hier in deinem Buch, ich zeig's auch mal. Ich will leben, ich werde weiterleben, Punkt. Die Situation ist einfach so, die erleben viele Menschen. Also du guckst nach, du googelst Leute, andere sagen dir was, sagen, hey, ich habe das erfahren oder hey, der ist auch gestorben, weißt du das eigentlich so? Da kommen ja lauter so Sachen. Das ist immer besonders aufmunternd, gell? Cool, aber da habe ich mit einem geredet und er hat gesagt, ich möchte gar nichts mehr machen, weil ich habe mein Leben gelebt oder ich gehe das jetzt nochmal richtig an, mir scheißegal, was danach ist, weißt du? Du hörst alles. Und ist dann die Frage, wie gehst du damit wirklich um zum Schluss? Ja. Und ich bin froh, dass ich dann offenbar an die richtigen Menschen gekommen bin. Und meine Frau, die mir dann auch gesagt hat, du musst einfach wieder lernen, da nochmal dem was zuzutrauen. Und wir sind ja auch immer zusammen hingegangen. Also das war wichtig. Eben nicht, ich bin alleine stark, ich bin unkrankbar, ich bin krank und ich brauche die eine oder andere Person an meiner Seite, die mir sagt, hier, das ist doch vielleicht ganz gut für dich. Hast du das gehört oder so? Jetzt bist du operiert worden, das ist alles gut gegangen. Du beschreibst dann auch ein bisschen das, was im Krankenhaus und in der Reha so vor sich geht, wen man trifft und wen man neben sich hat und wen man mag und wen man nicht mag. Gehen wir mit Kranken eigentlich würdevoll um in dieser Maschinerie? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal ein Beispiel. Ich war ja da in dieser Reha-Klinik, eine riesengroße Klinik, die ich mir natürlich auch ergoogelt hatte, wie gut ist die und wie viele Prädikate hat die und. Das macht ja auch noch was aus. Und dann waren dann auch viele Leute, die andere Operationen hatten, orthopädische Operationen. Und da die auf Krücken laufen mussten, meistens, hatten die ihre, man hat hier eine Tasche, in der ist der Tagesplan drin und ein Handtuch und vielleicht noch ein paar Schlappen oder irgendwie sowas. Die konnten die nicht, ja, irgendwie gescheit tragen. Die hatten die in den Hals hängen. Und das sah alles ein bisschen seltsam aus. Und da habe ich auch gedacht, also kann man da nicht andere Lösungen herbeiführen? Um dem Menschen in seiner Erkrankung, in seiner Reha zwar, aber er geht mit Schlappen und es sieht schon nicht mehr so würdevoll aus meistens. Er kann es einfach nicht. Was könnte man eigentlich für den tun, damit der noch ein bisschen besser von seiner
in seiner Situation gestützt wird. Ja? Also wir waren ja alle erkrankt und wir haben alle einen Genesungsprozess hinter uns gebracht, mehr oder weniger. Ich beschreibe das ja auch in dem Buch da noch. Aber du bist natürlich auch in so einer Situation, du trittst aus der Reha raus, aus dem Krankenhaus und du merkst, die Leute gucken dich eigentlich schon ein bisschen an, weil du bist ja in anderen Klamotten. Und also Würde ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ich muss aber sagen, die Frauen und die Männer, die uns im Krankenhaus begegnet sind, die also für unsere Genesung, Mitgenesung gesorgt haben, die waren sehr würdevoll mit uns. Die waren sehr darauf bedacht, dass du der Herr oder die Frau sowieso bist und bleibst. Ja, es ist ja nicht ganz einfach. Du sprichst sehr offen darüber. Es geht ja um Inkontinenz und dem, wie man dem vorbeugt. Und da muss man halt ehrlich miteinander sein. Da wird gemessen, da wird das Gewicht der Einlage gemessen, um zu gucken, wie viel rausläuft oder nicht. Also all das, was wir als Männer schon mal gar nicht gerne haben. Und damit muss man natürlich offen auch umgehen. Und in diesem Kreis ist ja eine relative Normalität unter den Kranken. Ja, schon, aber im Alltag eben nicht. Und es gibt ja eine zunehmende Inkontinenz bei Männern. Also die haben auch Blasenschwächen, wie Frauen auch. So was. Bei Frauen, sieht man das in der Werbung, das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es die sowieso Binde, ganz dünn, Druck fällt nicht auf und Frau ist ganz lustig und fröhlich und so. Männer, die das haben, erstens wagen sie nicht drüber zu sprechen, zweitens finden sie in der Werbung keinen Niederschlag. Warum wohl? Weil ein Mann immer noch bis zum späten Alter grau, dynamisch, braso sein muss und natürlich keine Binde trägt oder keine Vorlage trägt. Aber die braucht er genauso wie eine Frau auch, wie er auch Beckenbodenübungen braucht, um seine Blase, er hat ja nur noch einen Schließmuskel, seine Blase auch beisammen zu halten. Mal ganz salopp ausgedrückt. Ja, beim Lesen ist mir aufgefallen, ich habe es dann mal, beschreibst das sehr gut, auch beim Lesen mal ausprobiert, wie das ist mit der Beckenbodenübung. Ja. Können alle Leserinnen und Leser dann nachmachen, wobei die Frauen meist das kennen, weil sie das auch in der Geburtsvorbereitung machen. Ja. Ja, du beschreibst das sehr offen, es geht natürlich auch um Sexualität. Ja, geht nicht mehr so aus dem Stand einfach so, also es ist vorzubereiten, aber das ist... Es ist im Grunde ja deshalb besonders gut, weil du musst auch mit der Partnerin oder der Partner, nur hat ja nicht jeder auch eine Partnerin oder einen Partner, aber das vorzubereiten, ich gehe doch mal anders, darauf bist du ein bisschen in der Reha getrimmt. Es ist einfach so, dass das ein Thema ist, das durchaus auch bereichert. Also es ist nicht nur so, dass man denkt, man ist jetzt eingeschränkt, man ist inkontinent und impotent, das ist die größte Sorge von Männern, die eigentlich, weil es auch zu ihrer Dynamik scheinbar gehört. Aber es gibt auch Leben mit der Integration dieses Themas. Und das ist zu lernen und das macht auch Spaß. Also da habe ich diesen Professor damals, der mich beraten hat, wirklich auch sofort so verstanden. Und ich bin auch 8 Wochen später hingefahren und habe gesagt, das stimmt wirklich. Und habe ihm ein großes Beispiel dafür geschenkt, dass es geht. So mal einfach und vorsichtig ausgedrückt. Nur ist es ja ein gewisses Wagnis. Also du bist zurück im Leben, du machst wieder Musik, Texte, trittst auf, das beschreibst du auch, wie euer erster Auftritt war mit Band. Wie sind dann die Reaktionen, wenn man sich so öffnet und das niederschreibt? Also die Reaktionen sind durchgehend, und durchweg so, es imponiert uns, dass du das machst. Also ich bin auch bei unterschiedlichen Verbänden unterwegs, mache auch Lesungen damit, mit diesem Buch und mit dem Gespräch darüber, wer ist man? Männer sagen häufig, da habe ich mal eine Frage. Und Frauen sagen häufig, es gibt viele Frauenreaktionen, die sagen, gut, dass du mal drüber sprichst, mein Mann hat nämlich oder ist nämlich, wie kann ich denn mit ihm umgehen, denn er spricht nicht darüber, auch nicht mit mir. Also es gibt zahlreiche Frauen, die das Buch bestellt haben bislang, weil das vielleicht eine Hilfe sein kann, sich dem Mann ein Stück zu nähern, in seiner Art nach innen zu gehen. Ja? Das heißt, das Buch kann man bestellen bei dir? Das kann man bei mir bestellen, auf meiner Homepage wolfgangweinrich.de oder auch in jedem Buchladen. Ich habe keine Frage mehr. Vielleicht hast du noch eine Antwort. Meine Antwort lautet, und es steht auch so in dem Buch drin, Mann geht zur Vorsorge. Also ich habe wirklich in meinem Freundeskreis, ich frage immer wieder jemanden nach. Ich hatte gerade neulich
ein Gespräch mit einem sehr engen Bekannten, der sagt, auch in meiner Familie ist Prostatakrebs normal. Ich gehe aber nicht, weil ich habe Sorge, dass, und ich sage ihm jetzt schon mehrfach, immer wieder, wenn ich ihn sehe, warst du jetzt zur Vorsorge? Also ernst nehmen, wie das die Mädels auch machen. Die gehen zur Vorsorge, ist bei denen Alltag oder zweimal im Jahr. Das können wir auch machen und sollten wir machen. Denn lieber vorher, finde ich, als nachher zu spät und jammern, sagen, jetzt ist alles rum, jetzt ist alles vorbei. Also, ich habe mir vorgenommen, ich muss jetzt mal einen Termin machen. Das ist gut.